Hallo, mein Name ist Gamero und herzlich willkommen zu FIFA 18 The Journey. Und wir sind, ja, wahrscheinlich in der MLS angekommen, bei LA Galaxy. Wir wurden rausgeworfen beim FC Liverpool sozusagen, weil wir eigentlich einen Transfer zu Real Madrid erzwingen wollten. Allerdings kam nie das Angebot an, weil unser Manager tatsächlich verarscht wurde von einem, ja, Fake-Agenten anscheinend. Und unser Daddy hat sich erkundigt nach unserem Befinden und hat gefragt, ob wir vielleicht Bock hätten, in die MLS zu wechseln, zu LA Galaxy, weil wir sonst in der Jugendmannschaft von Liverpool hätten spielen müssen. Und jetzt sind wir wahrscheinlich angekommen. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Yeah, Galaxy TV! Soccer is my favorite sport to watch, man. And I'm all for Galaxy. You know, LA I represent. James Harden, Alter! A player like Alex Hunter, this sends a message to MLS. We ain't done this season. I mean, the kid is elite. Straight up world-class talent. For me to see now a young player coming from Europe, usually you get the opposite. A young, talented American going to Europe. I'm just happy it's my offseason, and I get the joy and watch him go out there and do his thing. You have guys in the league that are very important for this league. Jovinko, Dos Santos, Zardes. But now you have Alex Hunter coming in. Tja, wir sind einer der Stars der MLS jetzt mittlerweile. Sehr krasse Geschichte. Und Thierry Henry hat es ja schon gesagt, normalerweise ist es ja eher, dass junge US-Spieler dann nach Europa gehen und nicht irgendwelche jungen Spieler in die MLS. Aber diesmal ist es andersrum mit uns, mit Alex Hunter. Mal gucken, was passieren wird. Kapitel 3, neue Welt. Ja? Hallöchen. Du bist Alex Hunter. Okay. Ich gebe nachher Autogramme. Komm später wieder. Ist schon okay. Mehr wollte ich gar nicht. Uiuiui. Ich werde mal nachsehen, wo Alex bleibt. Oha. Was machst denn du hier? Mich nerven, Dad. Komm schon, verschwinde jetzt. Du bist ja nervöser als ich. Wer war das? Ja, alles gut. Komm jetzt. Showtime. Daddy kannte sie auf jeden Fall. Vielleicht ist das unsere Schwester? Kann das vielleicht sein? Und dann kann es auch losgehen. Thierry Henry, ich fass es nicht! Nice! Geil! Thierry. How is it going? Thierry Henry? Hör auf, wow! Was machst du denn hier? I'm here working. Needed to check this out. Listen, the studio is hosting a party tonight. You should come. Meet some people in town, help you settle in. Ja, ja, das wäre wirklich super. Dankeschön. Yeah. MLS. Enjoy my time with the Red Bulls. Different game, though. Yeah? Have fun. Danke. Wir sehen uns nachher. Das war ziemlich beeindruckend. Hey, Alex. Ich wollte dir nur sagen, also, ich bin stolz auf dich. Naja, einer musste ja einspringen, nachdem Michael Mist gebaut hat. Unglaublich, dass du nicht gefeuert hast. Jeder verdient eine zweite Chance. Der die Premier League im Sturm erobert und gezeigt hat, dass er eines der größten Stürmertalente in Europa ist. Los geht's, gib alles. Alex Hunter! Woo-woo-woo-woo-woo! Unfassbar. Also wir sind jetzt echt einer der Stars der Liga. Aber naja, wir dürfen gespannt sein, was mit unserem Alex Hunter noch in Zukunft passieren wird. Es wird auf jeden Fall eine sehr schwierige Geschichte bei LA Galaxy. Mal gucken, wie die Fans auf uns reagieren.
Oh Gott, müssen wir jetzt auch nicht... Oh Gott, auch noch so eine Show machen oder was? Ich krieg eine Krise. Bumm, drin. Ja, wenigstens gut gemacht erreicht. Also ich kann überhaupt keine Freistöße, ne? Fuck, Alter. Nein. Oh, letzter Versuch. Um jetzt überhaupt irgendwie noch... Ja, wir haben nur ein B erreicht, aber ist egal. Ist egal. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Schau, einfach, wir haben das gut gemacht. So, das ist, glaube ich, B oder so, was wir da geschafft haben. Naja, immerhin. Also haben wir den Fans schon mal bewiesen, was so geht, was wir nicht können. Freistöße schießen. Aber wir können auf jeden Fall beweisen, dass wir vielleicht dann doch was anderes drauf haben. Und ich bin sehr gespannt, wie wir hier wohnen, was uns passieren wird. Wir haben ein Wochengehalt von $10.000. Das ist, glaube ich, erstmal okay dafür, dass wir jetzt echt sehr viele Probleme hatten. 12,5 Millionen haben wir Transferwert. Das ist auf jeden Fall mehr als noch in der Premier League. Wundert mich. Normalerweise müsste ja eigentlich der Transferwert sinken, weil schlechtere Liga und so. Naja, Joaquin Gallo. Mit deinem Abschied bin ich zwar nicht einverstanden, Alexander, aber ich wünsche dir trotzdem alles Gute. Willkommen, Alexander. Dann zeig mal, dass der Verein zu recht große Stücke auf dich setzt. Sades, ist dir die Premier League zu schwer, Alexander? Ja, Gareth, dass er wieder draufhauen muss, das ist irgendwie klar. Alexander, du gewinnst den FA Cup und verlässt die Prem. Alter, ruf mich an. Ich werde dich vermissen, Alexander, aber ich weiß, dass du bei den LA Galaxy große Erfolge feiern wirst. Kann Alexander die Wende bei den LA Galaxy schaffen? Wir werden es herausfinden, Thierry Henry. Tja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, ob wir das hinkriegen. Wir werden wahrscheinlich jetzt erstmal spielen. Das erste Spiel oder so. Nee, erstmal auf die Party. Nice. Let's go. Hey. Das sieht nice aus. Hey, Alex. Hey. Glad you came. Danke für die Einladung. You alright? Need anything? Nein, Mann, alles okay. Die Aussicht ist unglaublich. It's Hollywood. It's how they do it out here. Come on, I got some friends I want you to meet. Und jetzt bin ich gespannt. Hey, man. Ja, James Harden, natürlich. Wer denn sonst? Hab ich mir schon fast gedacht, dass der jetzt kommen wird. Also, James Harden kennen wir jetzt mittlerweile. Der mega NBA-Star. Heieiei, Thierry Henry, sind wir per Du? Nice. Lieber Trainer, bitte lass Alexander diese Woche spielen. Er ist der Beste, danke. Jetzt muss Alexander der MLS zeigen, was Sache ist. Enttäusch mich nicht. Ich wünsche dir ein überragendes Debüt. Durch den Zeitunterschied schlafe ich immer, wenn du spielst. Sagt Gareth Walker, ist aber vielleicht auch besser so. Arschloch. Ich freue mich auf dein Debüt heute, Alexander. Ich wünschte, ich wäre selber im Stadion. Da steckt doch bestimmt mehr hinter der Sache mit Alexander. Sein Verein lässt ihn doch nicht einfach so gehen. Hm. Warum geht Alexander eigentlich nicht einfach zu einem anderen Premier League Club? L.A.? Tja, das ist eine sehr gute Frage, die wir auch gerne beantworten können. Wir durften nicht, so eine Scheiße. Wir spielen allerdings gegen Portland. In der Startelf sind wir nur knapp anscheinend. Da müssen wir uns noch beweisen im Training. Aber gegen Portland dürften wir vielleicht in der Startelf stehen. Einfach Debüt. Es muss. Fehlende Konstanz. Das ist unsere größte Schwäche. Das müssen wir dringend ändern. Heute geht's nur um dieses Spiel. Um dieses Ergebnis. Ein Team und ein Sieg gemeinsam. Wenn ihr heute gewinnt, dann sind die Playoffs in Reichweite. Alex, da du noch nicht mittrainiert hast, bleibst du heute leider Was? Auf der Bank. Mann! Aber sei bereit. Vielleicht kommst du ja rein. Na toll. Die große Star-Verpflichtung spielt leider nicht. Wir haben noch nicht mittrainiert, deswegen wird das schwierig. Dafür ist Sades vorne im Sturm, Dos Santos, Alessandrini, Villarreal und so weiter. Wen kennen wir noch? Ja, nicht viele, ne? Also Sades, Dos Santos, Alessandrini kennen wir. Naja, mal gucken. Mal gucken, was passiert. Wir werden erstmal eingewechselt. Ich hoffe mal, dass wir in unserem Debüt zumindest ein bisschen was zeigen können, wenn wir eingewechselt werden. Aber er hat ja schon gesagt, dass wir mit Sicherheit eingewechselt werden. Also von daher mache ich mir da eigentlich keine großen Sorgen.
Well, 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 look who it is. I heard you were out late last night. So war das nicht. You're a good player, but if you keep this up, we've got a problem. Naja, das hat er irgendwie in den falschen Hals bekommen. Also das war eigentlich nicht so, wie das jetzt gerade gesagt wurde. Ganz klar. Aber wir werden gefeiert. Das ist schon mal schön. So muss das sein. Jermaine Jones sitzt auch auf der Bank mit uns. Und mal gucken, was Portland so bringt. Und das wird wahrscheinlich... Oh, Riesenchance. Sades. Ah. Und das war's wahrscheinlich schon mit der ersten Halbzeit. Oder? Nein. Und Sades wieder. Ah, Riesenchance. Boah. Also der ging gar nicht. Oh ne, wir werden eingewechselt und müssen Freistoß machen. Ich sag's dir, ich seh's schon kommen. Alex? Es ist soweit. Wir haben uns noch nicht mal aufgewärmt, oder? Oh je, es ist soweit. Dann kann es jetzt losgehen. Wir kommen rein. Beeindrucke den Boss. 6,0. Hol dir das Führungstor. Erziele das nächste Tor. Positives Ergebnis. Heieiei. Und ich kann keine Freistöße. So eine Scheiße, aber wir werden gefeiert. Immerhin. Und jetzt müssen wir den Ball nur noch reinzirkeln. Irgendwie. Oh ja, ja. Die kommt schon auf die Idee, dass ich das machen soll. I saw your little showcase, but can you do it when it counts? Oh je, ich kann's nicht! Ich kann's nicht! Ich kann's nicht! Ich kann's nicht! Ich werd's nicht können! 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 Wir machen den jetzt einfach rein! Wir machen den rein! Oh, ich hab ein bisschen Schiss, ne, dass ich jetzt verkacke! Das ist so episch gerade! Das ist so episch und jetzt verkacke ich einfach! Shit! Okay, das war ultra schlecht. Ah, die verlieren immer die Bälle. Da ist jemand verletzt. Nein, 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 nein! Boah! Alter, Finne! Oh nein, 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 nein! Oh, Gott sei Dank, Van Damme geht noch rein. Huiuiui. ...6,1 haben wir bisher. Es sieht gar nicht rosig aus. Wir kommen auch gar nicht nach vorne. Ja, wir kommen nicht so richtig ins Spiel. Wir kommen tatsächlich nicht so richtig ins Spiel. 87 Minuten haben wir jetzt drauf. Wir verlieren zu häufig den Ball. Wenn es irgendwie nach vorne gehen soll. Wir spielen bisher nicht unbedingt so berauschend. Ah, nein. Nein, jetzt haut den weg. Ah. Ja, das Spiel ist gleich zu Ende. Bisher sieht das gar nicht gut aus. Und der Schuss und gut gehalten. So, die letzte Ecke, aber leider für den Gegner, für Portland. Ich denke, wir werden nicht, auf jeden Fall nicht gewinnen. Oh, sehr schön. Jetzt vielleicht der Konter. Oh, der ist ja schnell, der andere. Das hat er gut gemacht. Oh, weiter Ball nach vorne, Torwart. Sehr schön. Hier. Tja, das war's. Wir haben es leider nicht gepackt. Wir haben leider eine solide Leistung nur abgegeben. Wir kamen nicht so richtig ins Spiel.
Die Bälle wurden zu schnell verloren. Wir haben vorne nichts hingekriegt. Wir hätten den Freistoß reinmachen müssen, aber der war super schlecht von unten hier geschossen. Leider Gottes, Leistung, naja, beeindrucke den Boss. 6,3 haben wir zumindest hingekriegt. Positives Ergebnis haben wir auch nicht hingekriegt. Wir verkacken am laufenden Band hier. Wir verkacken hier am laufenden Band. Aber wir haben zumindest eine Herausforderung, immer besser zu werden. Von daher ist das okay. Stürze dich nicht immer Hals über Kopf in die Zweikämpfe, dränge deinen Kontrahenten ab. Ja gut, klasse Kurzpässe und so weiter. Deine Pässe sind hervorragend und exzellent und hier und da, ja, wenigstens das können wir. Aber der Rest war nicht so pralle. Der Rest war wirklich nicht pralle. Aber ich denke mal, dass wir das auf jeden Fall in der nächsten Zeit dann noch hinkriegen, definitiv. Hier steht jetzt Neuzugang Alex Hunter von den LA Galaxy. Alex, heute gab's nicht den erhofften Sieg, aber trotzdem ein schönes Remis beim MLS-Debüt. Wie fühlen Sie sich nach dem ersten Spiel? Ja, wir wollten natürlich gewinnen wahrscheinlich. Genau. Wir hätten uns ein anderes Ergebnis erhofft. Ja, das Ergebnis war nicht das, was wir uns erhofft hatten, aber ich freue mich riesig über mein Debütspiel. Die Fans waren echt klasse, ich fühle mich hier sehr heimisch. Dennoch hätte ich gern die 3 Punkte. Wir müssen uns pushen. Auf diesem Resultat müssen wir aufbauen, in die Playoffs kommen. Vielen Dank für das Gespräch. Klar. Tja, Playoffs sind das Ziel. Das ist ja in der MLS ein bisschen anders, so nach dem amerikanischen System eher. Aber ich denke mal, dass wir unser Startelf-Debüt bald auf jeden Fall geben können und geben werden. Wir haben noch nicht trainiert bisher, also von daher macht es natürlich Sinn, dass wir erstmal auf der Bank landen. Aber wenn wir bald ein ganzes Spiel dann zur Verfügung stehen haben, dann wird das schon besser laufen, das kann ich schon mal sagen. Das wird wahrscheinlich noch in dieser Folge so passieren, werden wir mal abwarten. Auf jeden Fall werden wir, denke ich mal, erstmal wieder trainieren können. Mal gucken, was hier passiert. An Alex Hunter von Jim Hunter, habe ich das jetzt richtig gemacht? Oh je. Und tschüss Alex Hunter, viel Spaß in der MLS. Wow. Alex Hunter geht zu meinem Team. Ich habe Liverpool gegen die MLS All-Stars erlebt, als ich in Chicago war. Okay, nice. Das muss besser werden, LA Galaxy. Der Abstieg wäre zu viel für mich. Nein, wir werden das schon hinkriegen. Holt nur ein Remis. Remis in dieser Saisonphase M reicht nicht. Na. Unentschieden, das hätten wir gewinnen müssen. Schönes Debüt von Alex Hunter. Ich werde seine Einsätze bei den LA Galaxy mit großem Interesse verfolgen. Dein Galaxy-Debüt macht mich stolz. Das war's für Spiel Nummer 1. Immer weiter, lieber bla bla bla. Ja, okay, alles klärchen. Ich würde sagen, dass wir jetzt einfach mal trainieren. Freistöße aus der Distanz. Oh je. Also heute ist eine absolute Freistoßfolge, habe ich so im Gefühl. Das sieht gar nicht gut aus für uns. Freistöße aus der Distanz, das werden wir. Übung macht den Meister, ne? Also wenn wir nur sowas machen müssen, dann geht das schon. Oh Gott, ich wusste nicht, dass ich den auch noch spiele. Okay, das klappt bisher ganz gut. Ja, ja, ja. Yes, sehr schön. Okay, wir haben nur noch ein paar Punkte, die wir machen müssen. Das kriegen wir hin. Oh, das war gut. Das war gar nicht so schlecht. Oh, der war nicht gut. Oh. Den kriegen wir hin. 9 Sekunden haben wir noch. Was das so hinkriegen, weiß ich auch nicht. Oh ja, doch. Ja, exzellent. Ah, sehr schön. Oh, shit, der war nicht gut. Oder doch? Ah, schade. Naja, exzellent immerhin. Naja, immerhin ein A. Also, das sollte auf jeden Fall ausreichen. Und jetzt müssen wir die Elfmeter-Grundlagen machen. Okay, Elfmeter-Grundlagen. Das kriegen wir durchaus hin. Sehr schön, gut gemacht. Bonuspunkte A. Ah, nice. Okay, schön. Das haben wir gut hingekriegt. Also auch hier wieder ein A. Das sollte auf jeden Fall ausreichen. Jetzt werden wir wahrscheinlich von unserem mexikanischen Kollegen gelobt hier, von unserem mexikanischen Trainer. Und wir haben uns auf jeden Fall verbessert. Auch die Freistöße, ey. Mann. Und wir haben uns verbessert in der Trainerwertung. Nur weil ich weiß, wie viel Potenzial in euch steckt. Hunter hat das heute gut gemacht. Das war klasse. Das war klasse. Schön. Mann, wenn dir das gefällt. Sieh dir das an. Oh, wow. Ich sag's dir, Mann, die Hütte ist echt krass. Hier gibt's 4 Bäder. Und die kommen mit vergoldeten Klobrillen, oder was? Klar doch. Sag mal, wie läuft's denn so bei dir in der Premier League? Alles so, wie du es dir erhofft hast? Ach, weißt du, aller Anfang ist immer schwer. Ich muss auf deiner alten Position spielen. Daran muss ich mich erst noch gewöhnen. Glaub ich dir gerne. Das hier ist auch eine komplett andere Welt. Ach, hat dein Dad dir schon den Hollywood-Schriftzug gezeigt? Und hast du schon ein bisschen Botox im Gesicht? Keine Zeit, Mann. Nein, aber mal unter uns, Mann.
Ich hatte ja keine Ahnung, wie viel man in der MLS reisen muss. Das Land ist echt riesig. Ja, klar. An den Reisen Komm schon, Mann. Das war doch nur eine Ausnahme. Ich habe alles im Fernsehen gesehen. Oh. Oh. Hey, Mann, ich rufe dich gleich zurück, okay? Wieso? Thierry Henry? Oh, im Ernst jetzt? Okay. Ich rufe dich zurück, okay? Yo. Alex. Ja, wie geht's, Mann? How is it going? Ja, gut. Ich chill gerade. Tja, da werden wir von Thierry Henry, unserem besten Kumpel, angerufen. Nice. Gefällt mir. So, dann gucken wir uns nochmal die Social Media an. Alex Hunter will die Wiedergutmachung und ich glaube, das kann auch klappen. Du bekommst die nötige Spielzeit, mon ami, bis bald. Heute trifft Alex Hunter, genau deshalb ist er ja schließlich hier. Hey, Alex Hunter weiß, was er macht, Punkt aus, gibt dem Kerl Zeit. Alex Hunter soll lieber nochmal eine Saison lang in die Championship gehen, als in die MLS, oje. Heute muss ein Sieg her, Alex Hunter, ich habe meinen Sohn Tickets für alle restlichen Saisonspiele gekauft und so weiter und so fort. Heieiei. Also, die fordern schon ganz schön für uns, aber ich denke mal, das werden wir hinkriegen gegen die Seattle Sounders. Okay, wir werden reingehen. In der Startelf sind wir tatsächlich, also habe ich gerade gesehen. Jetzt gucken wir mal. Oh, neuer Look, absolviere eine Partie mit einer neuen Frisur. Oh, shit. Das habe ich jetzt natürlich nicht beachtet, aber ich denke mal, dass wir auf jeden Fall noch ein Spiel danach machen müssen, nach den Seattle Sounders. Wir werden jetzt erstmal tatsächlich in das Spiel reingehen und hoffentlich irgendwie in irgendeiner Art und Weise gewinnen. Das wäre doch so wunderschön. Century Link Field in Seattle. Seattle Sounders gegen die LA Galaxy. Das wird sicherlich ein spannendes Spiel. Wir sind in der Startelf zusammen mit Sardes. Hier sind wir die West Conference. Eieieiei. Wir müssen auf jeden Fall so langsam mal gewinnen, sonst kommen wir nicht rein. Aber noch ist alles nicht, noch ist nichts verloren. Wir müssen gewinnen, gewinnen, gewinnen. Und dann geht das auch. Ich denke mal, wir gehen ins Spiel rein. Sehr schön von Hertha. Komm, hier Flanke. Und der Schuss, aber Miller hält. Schade. Gut gemacht. Erste große Chance auf jeden Fall. Boah, schlecht dabei. Das kann uns natürlich in Schwierigkeiten bringen und boah, Riesenchance. Riesenchance für Seattle Sounders. Oh, unsere Abwehr ist nicht so überragend. Schön. Und der Schuss, Miller. Gut gemacht. Gut gehalten vom Keeper. Guter Versuch von uns, definitiv. Das war richtig stark. Wir müssen unbedingt den Sieg erreichen. Unbedingt. Sonst ist bald auch unsere Karriere vorbei. Ekelhaft. Also 0:0 zur Halbzeit. Wir haben gut gespielt. 7,0 ist unsere Bewertung. Das kann sich eigentlich sehen lassen, aber ja, so richtig großartig war das immer noch nicht. Es muss sich in der zweiten Hälfte definitiv verbessern. Achte noch stärker darauf, wo du stehen musst. Ja, ich habe viel versucht, hinten mitzuarbeiten. Boah, das könnte natürlich der Konter sein. Das war richtig stark gespielt. Es war aber abseits. Es war abseits. Tatsächlich abseits. Eieieiei. Das hätte auch gut und gerne in die Hose gehen können. Oh nee, dafür. Oh Gott. Da verliert er da hinten den Ball. Das kann nicht sein Ernst sein. Oh nein! Holy shit! Das hätte es sein müssen. Das hätte es sein müssen. Fuck. Das ist richtig ärgerlich. Sehr schöner Ball. Oh, Junge. Sei doch nicht so hastig. Oh, und der verliert den Ball. Oh je. Es kann eng werden. Oh, gut gehalten. Sehr schöner Ball wieder. Sehr schöner Ball. Was macht Jermaine Jones eigentlich? Der ist doch für das defensive Mittelfeld zuständig. Oh nein! Oh nein! Oh, nicht in der letzten Minute! Oh. Schon wieder nur ein Unentschieden. Das kann doch nicht wahr sein. Das können wir nicht ernst meinen.
7,2 habe ich. Ich kann mir nichts vorwerfen. Ich kann mir überhaupt nichts vorwerfen. Ah, ist das ärgerlich. Wieder nur 0-0. Wir haben es wieder nicht hingekriegt, hier das Tor zu erzielen. Heieiei. Heieieiei. Ein bisschen ärgerlich eigentlich. Ich kann mir nichts vorwerfen, ehrlich gesagt. Wir hatten eigentlich... Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Wir hätten die Chance wahren müssen. Du machst das richtig gut in dieser Saison. Klasse Pässe. Wir sind halt echt nur der Spielmacher, weil wir die ganze Zeit hin und her rennen und irgendwie die anderen kriegen gar nichts geschissen. Die kriegen gar nichts gebacken und wir müssen halt so mithelfen, dass wir zumindest irgendwie im Spiel sind. Aber es klappt einfach nicht. Es klappt einfach nicht. Naja, so ist das halt. Wir haben es versucht. Wir haben einigermaßen versucht, mitzuhalten und zu spielen. Wir gucken noch mal ganz kurz auf die Social Media. Ich habe jetzt ein smartes Telefon, damit ich deine Erfolge nicht verpasse. Bis bald, Opa. Alles klar. Mein Cousin spielt Gitarre in einer Band in L.A. Er meint, er kann dir ein paar Tricks zeigen. Ah ja. Wo bist du? Wir vermissen deine wöchentlichen Besuche in unserer Saftbar. L.A. Galaxy und Alex Hunter mit einem Unentschieden mal wieder. Das ist dir klar. Ich weiß, mir ist es klar, dass in der aktuellen Situation das überhaupt nicht reicht, aber... Ah, wir verkacken halt am laufenden Band. Wir gucken nochmal ganz kurz, was wir denn hier noch anpassen können. Wir werden wahrscheinlich Trikot auf jeden Fall ändern können. Schuhe, naja, wir brauchen eigentlich keine neuen Schuhe. Das ist irgendwie sinnbefreit. Wobei, die passen besser zu LA Galaxy, oder? Oh, die sind hässlich. Ah, die können wir nehmen. Die passen einigermaßen. Aussehen. Tja, vielleicht sollten wir doch die neue Frisur machen. Irgendeine. Wieder zurück zu alten Tugenden. Also die ist hässlich. Dann machen wir zurück zum alten Alex Hunter. Arm, ja, irgendwie ein Arm-Tattoo brauchen wir nicht. Besonders nicht so eine Pflanze. Ich denke mal, dass wir auf jeden Fall gut ausgerüstet sind. Outfit können wir vielleicht noch ändern. T-Shirt. Da sehe ich jetzt kein hübsches T-Shirt, was wir irgendwie unbedingt brauchen. Vielleicht hier dieses Muster grau. Wollen wir uns mal wieder um... Ja, das geht klar. So, haben wir noch andere Hosen oder so? Nee, Trainingshose ist Quatsch. Das wollen wir nicht. Damit ist auf jeden Fall erstmal die Folge beendet. Wir haben eine nicht ganz erfolgreiche Folge gesehen. Keine Tore, keine besonders guten Chancen, die wir herausgespielt haben. Es ist alles wie verhext. Besonders jetzt in der MLS ist das irgendwie zu spüren, dass wir da überhaupt nicht klarkommen. Naja, müssen wir mal abwarten, was passiert. Wir müssen auf jeden Fall noch unser Tor erzielen. Keine Frage. Und ich hoffe mal, dass wir das in der nächsten Folge tatsächlich packen und die Playoffs erreichen. Diese Folge ist damit auf jeden Fall erstmal beendet. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht es gut und ciao.